Hilfe, ich habe all meine Daten verloren. Das dürfte wohl der Schreckensgedanke vieler im Computerbereich sein und sowas wünscht man wirklich keinem. Tatsächlich war ich selbst auch schon Opfer. Im Februar 2017 habe ich damals ganz schön panikiert, konnte aber glücklicherweise all meine Daten retten bzw. wiederherstellen. In diesem Video also geht es um das Thema, was machen, wenn die Daten plötzlich weg sind. Gründe kann es dafür verschiedenste geben, ob nun aus Versehen gelöscht, wegen schlimmer Abstürze, Viren oder Hardware bzw. Festplattendefekt. All diese Faktoren und mehr können teilweise im schlimmsten Fall die Daten verschwinden lassen. Obwohl, wenn es sich um einen Festplattendefekt oder besser gesagt um einen Defekt beim Laufwerk, worauf sich die Daten befinden, handelt, dann muss ich euch enttäuschen, da ist die Erfolgsrate nicht sonderlich hoch. Natürlich gibt es spezielle Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, Daten von verschiedensten Laufwerken wiederherzustellen, auch von defekten Teilen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass sowas sauteuer werden kann. Heute also zeige ich euch, wie man mit einfacher Software-Daten von einem physisch gesunden Laufwerk retten kann und worauf dabei unbedingt geachtet werden muss, damit die Daten bei einem solchen Vorgang nicht futsch gehen. Es gibt allerhand an Datenwiederherstellungssoftware da draußen und sehr bekannt ist da der Entwickler EaseUS. Heute also teste ich das Produkt Data Recovery Wizard von EaseUS und will euch auch darüber informieren, dass dieses Video von EaseUS unterstützt wird und dass ich dafür sogar ein kleines bisschen Geld erhalte. Ihr müsst wissen, meine Hardware-Tests finanzieren sich leider nicht von allein. Doch so oder so stehe ich hinter der Software. Trotzdem bleibe ich für euch ehrlich, weswegen ich euch auch immer darüber informiere, wenn ich irgendwo Geld für etwas kassiere. Legen wir somit los. Bevor hier aber jemand wild drauf loslegt, halt, rührt nichts mehr an. Ich warne euch, bitte unter keinen Umständen mehr aktiv die Festplatte nutzen, worauf sich die verschwundenen Daten befinden. Denn es besteht die Gefahr, dass die Daten sonst überschrieben werden könnten, besonders wenn es sich um ein Systemlaufwerk mit einem Betriebssystem drauf handelt. Nur damit ihr es gleich wisst, kostenlose Lösungen gibt es im Bereich Datenrettung so gut wie keine. Wem also seine Daten wirklich wichtig sind, muss bereit sein, einen Preis dafür zu zahlen. EaseUS bietet zwar eine kostenlose Version an, doch mit dieser darf man nur 500 MB wiederherstellen, höchstens 2 GB. Das heißt, für die Pro-Version müsste man 79 Euro hinlegen. Das Geld wäre es mir persönlich wert, muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Gut, das hätten wir nun geklärt. Jetzt simuliere ich dann mal einen höchst unangenehmen Fall und werde die Daten schnell ganz normal vernichten und anschließend wiederherstellen. Das Opfer hier ist diese 500 GB Festplatte. Diese tanke ich erstmal mit geläufigen Dateien, wie eine PDF-Datei zum Beispiel, etwas Musik und dann noch Bilddateien. Wenn ich es uns leicht machen will, würde ich das Zeug hier einfach löschen und anschließend den Papierkorb leeren. Aber nichts da. Ich gehe ins Diskmanagement und lösche einfach brutal die ganze Partition. Sollten sich aber eure Daten auf dem C-Laufwerk befinden, also wo Windows drauf ist, dürft ihr unter keinen Umständen die Festplatte mehr beschreiben. Das heißt, nichts drauf installieren und so wenig wie möglich verwenden. Da wäre eine zweite Festplatte oder was Externes immer sehr empfehlenswert. Schon öfters habe ich gehört, dass der Windows-Update so manch Daten überschrieben hat. Somit würde ich euch empfehlen, zu den Windows-Services zu navigieren und dort den Windows-Update vorübergehend zu deaktivieren. Ist jetzt keine Pflicht, sondern nur meine Empfehlung und das auch nur, wenn das Laufwerk C von Datenverlust betroffen ist. Dann laden wir uns mal den Data Recovery Wizard runter. Wie gesagt, nicht auf die betroffene Festplatte abspeichern. Die Sprache kann selbstverständlich geändert werden, doch ich bevorzuge sowieso Englisch. Und nochmal darauf achten, auf welchem Laufwerk genau diese Software nun installiert werden soll. Ja, nicht auf die betroffene Festplatte. Der Download und die Installation geht dann hier ganz schön fix und theoretisch könnte man hier glatt am Anfang schon unseren Lizenzkey eingeben, kann man aber auch später machen. Die verlorene Partition wird von der Software schon mal entdeckt. Somit lasse ich mal einen Scan durchlaufen. Je nach Kapazität und Geschwindigkeit der Festplatte kann dieser Vorgang ganz schön dauern. Meine verlorenen Dateien scheinen allerdings schnell gefunden zu werden. Ich würde aber empfehlen, den Scan ganz abzuwarten und wenn schon, nicht zu stoppen. Während dem Scan-Vorgang wird es uns nämlich schon erlaubt, die gefundenen Daten zu retten. Und würde da der Scan gestoppt werden, kann es sein, dass diese gefundenen Daten einfach nur in Fetzen vorhanden sind, ohne Dateipfad und so weiter, was heißen würde, keine dieser Dateien wäre lesbar. Gefunden wird hier allerhand. Ich erkenne
sogar noch viele alte Dateien und Ordner früherer Partitionen. Extrem nützlich finde ich da die Suchfunktion und die Filter. Hier kann ich mir die neuesten hinzugekommenen Sachen anzeigen lassen und das wären tatsächlich genau die Daten, die ich vorhin auf die Festplatte draufgepackt habe und danach unter Anführungsstrichen vernichtet habe. Eine Vorschau der verschiedenen Dateien gibt es auch. Prima gelöst. Somit würde ich mit der Wiederherstellung dieser ausgewählten Dateien beginnen. Wie gesagt, es wird empfohlen, den kompletten Scan abzuwarten, aber bei kleineren Dateien kann es so früh auch schon hinhauen. Dann wählt man einen Ordner aus, wohin man die geretteten Daten abspeichert. Wichtig ist hierbei wiederum, dass es nicht die betroffene Festplatte ist. Unbedingt auf ein anderes Laufwerk speichern. Und schwuppsdiwupps sind meine ausgewählten Daten in Sicherheit und komplett lesbar. Mehr brauche ich für dieses Experiment auch gar nicht und somit stoppe ich den Scan. Einen kleinen Bonustest wage ich aber noch für euch, diesmal mit dem Laufwerk C. Am Desktop habe ich hier, sagen wir, eine wichtige Grafikkarten-BIOS-ROM-Datei und hoppala, wie ungeschickt ich doch bin, lösche ich aus Versehen die Datei und da rutscht mir doch glatt der Finger aus und ich leere zu allem Überfluss auch noch den Papierkorb und zack! Weg ist die Datei. Dann starte ich nochmal den Data Recovery Wizard und wähle für den Fall also das Laufwerk C aus. Auch hier hoffe ich, dass ich schnell zur gelöschten Datei komme. Die Datei war mit dem Ordner ja auf dem Desktop. Somit navigiere ich hier zu meinem Windows-Account durch die ganzen Dateipfade, bis ich eben den Desktop mit dem gewünschten Ordner erreiche. Und diesen stelle ich nun, wie vorher auch schon gezeigt, wieder her. Und voilà, die Datei ist wieder zurück von der Festplattenunterwelt. Und das fasst dieses Video im Prinzip auch schon zusammen. Ich kann nur sagen, der EaseUS Data Recovery Wizard konnte mich durchaus überzeugen und ich kann ihn euch wärmstens weiterempfehlen. Natürlich kostet die Software Geld, aber ihr seht selbst, sie hat auch was drauf. Natürlich, eine Garantie bei Datenwiederherstellung gibt es nie. Und ich hoffe, dass die wenigsten auch so eine Software brauchen, denn Datenverlust ist wirklich schlimm und wie gesagt, wünscht man echt keinem. Zumindest aber gibt es Hoffnung, die Daten dann doch irgendwie zu retten. Somit hoffe ich, dass ihr das Video hilfreich gefunden habt. Vieles, was ich hier in dem Video gesagt habe, gilt generell und bezieht sich nicht nur auf die Software von EaseUS. Und in diesem Sinne danke an alle, die tatsächlich bis zum Ende dran geblieben sind.